Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Ultimate im Abenteuermodus. Und bevor wir da reingehen, Sie sehen es hier rechts unten, ein kleiner Hinweis für die Zeit, wenn dieses Video wahrscheinlich schon online ist, ist das wahrscheinlich zwar sowieso schon interessant, aber ja, es gibt Fire Emblem Fest Teil 1 und das finde ich cool, weil, ja, man so über die Geistertafel viel einfacher an Fire Emblem Geister kommt. Aber gut, das nur damit Sie Bescheid wissen, hier gibt es aber auch ganz schön interessante Geister hier, aber ich zeige das ein anderes Mal, diese Geistertafel. Ich habe das ja mal kurz angesprochen in einem der vergangenen Parts, aber egal, wir machen weiter. Wir machen weiter und legen los mit einem weiteren tollen Level im Spirits-Modus, was auch immer das sein wird, man weiß es nicht. Ja, und es ist soweit, wir sind kurz vor dem Ende, würde ich sagen. Beziehungsweise, naja, was ist kurz vorm Ende? Das glaube ich eher weniger. Aber wir sind gut dabei. Wir haben schon viel geschafft, würde ich sagen. Und können da auch weitermachen. Und fangen auch damit erstmal an. Mit einem Kampf gegen einen Animal Crossing Character. Mit cooler Animal Crossing Musik. Wie es sich auch dazu gehört, natürlich. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Der Gegner erhält im Kampf Verstärkungs-Items, massenweise Items. Okay. Alles klärchen. Dann lasse die Show beginnen, was auch immer hier auf uns wartet. Okay, wir sind in einer Luigi's Mansion Arena, okay. Könnte bisher aber einfach werden. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum es hier massenweise Items gibt, weil Kofi natürlich auch derjenige ist, der sich um, einen Café betreibt. Und dann ist das nur die logische Konsequenz. Dass, dass hier tausende Kaffeetassen hier runterkommen. Oh, meine Güte, aber ich merke schon, der Kampf könnte nervig werden. Bisschen fair und so weiter hier, wenn ich das so sehe. 4 gegen 1. Richtig fair und so weiter. Aber der Baum der Gerechtigkeit hat gesiegt. Oder wie sagt man so schön? Schlafschutz, okay. Die Fähigkeit kann ich zwar nicht verstehen, aber gut, ich glaube, die Fähigkeiten, die sind sowieso nur, ja, was die genau haben, das spiegelt den Charakter nicht so ganz wider. Aber gut, Kofi ist auch unser. Und dazu bekommen wir einmal dreifachen Snack in der normalen Größe. So, dann kümmern wir uns nochmal um Gengar. Um den guten Gengar. Und ich habe auch den guten Arschnard nicht vergessen. Den werden wir uns auch natürlich gleich holen. Aber ich will es natürlich passend halten. Und deswegen nehmen wir für Gengar Lucario. Eigentlich ist es natürlich ungünstiger, mit Lucario zu kämpfen gegen Geist-Pokémon, aber es ist Smash und nicht Pokémon und von daher gesehen, Pikachu wäre natürlich richtig gut. Oder Mewtwo. Mewtwo wäre natürlich noch am besten, wenn ich den hätte. Aber naja, was soll's. Kann man dann auch nichts machen. So, und wir nehmen, frag ich, warum ich Maren eigentlich genommen hätte. Das war total unnötig eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Naja, gut. Wir nehmen Pikachu und wir nehmen, Achso, Kirby ist einfach. Dann nehmen wir Pikachu und Mario. Kommen dann fast auf 10.000 Punkte. Aber ich denke, das sollte gegen diesen Donkey Kong nicht so schwer sein. Achso, ja, das hätte ich vielleicht aufpassen sollen. Das hätte ich vielleicht doch was nutzen sollen. Dass ich nicht einschlafe. Ah, klappt schon mal so gut wie gar nicht. Oh, shit. Das war nicht so gut. Ich hätte vielleicht doch irgendwas nutzen sollen, dass ich nicht einschläfere. Aber gut.
Ich habe ja auch den Bonus, dass ich irgendwann meine Aura nutzen kann. Also soll mir ruhig Schaden machen, und das ist halt nicht das Problem. Eieiei. Drecks Donkey Kong hier. Ah, ist klar, dass du jetzt dann auch noch deinen Ultra Smash hier aufgeladen hast. Mit welchem Recht? Tschüss. Wenn du ihn nicht nutzt, dann ist es auch nicht mein Bier. Meine Güte. Das war ja mal ein bisschen anstrengender. Gut, ich habe es mir natürlich auch anstrengender noch gemacht. Weil ich ja unbedingt meinte, keinen Schlafschutz zu nutzen. Aber okay. Wir wollen ja hier ein bisschen Action haben und Stimmung, oder wie sagt man so schön. Na gut. So, jetzt aber der gute Aschnard dran. Haben wir eigentlich Ike schon? Nee, ich glaube, wir haben noch nicht Ike, ne? Haben wir eigentlich überhaupt schon einen K... Ah doch, na, wir haben Mars, aber leider nicht Ike. Na egal, dann nehmen wir halt eben Mars. Dann nehmen wir halt eben Mars. Und ich glaube, war das nicht so, dass... Na, hat eigentlich nicht so eine Ike-Farbe, so eine typische, aber dann nehmen wir ihn in Rot. Wäre jetzt echt cool, wenn wir Ike hätten, weil dann würde das noch besser passen. Aber gut, haben wir nicht, dann müssen wir es halt so machen. Ich denke, das dürfte nicht so das größte Problem sein gegen den Freund. Kirby. Ja, das ist perfekt, würde ich sagen. Habe natürlich am Anfang eher den Bonus. Ich hätte dann natürlich wieder Leaf nehmen können, aber... Ausdauer-Smash. Na gut, passt halt auch bei Fire Emblem. Oh, und er hat auch einen Glurak. Uiuiui. Könnt jetzt schon wieder spoilern und sagen, warum er einen Glurak bei sich hat. Aber wie gesagt, man könnte sich ja eventuell denken, warum er eventuell einen Glurak in seinem mitkämpfen lässt. Eieiei. Aber gut, der Kampf ist nicht schwer. Wenn ich da an diesen anderen Gennendorf da kämpfe. Boah, ich hab schon gar nicht gesehen. Okay, ja, Schnart ist weg. Und Glurak. Wenn ich dich mal erwischen würde jetzt, meine Güte, ist auch weg. Meine Güte hier. Ist mal wieder schwer zu packen, die Freunde. Aber man sieht ja auch hier, warum der einen Drachen hat, natürlich. Hebe- und Meteorangriffe. Aber wie genau er kämpft und so weiter und so fort, das, wie gesagt, ist für diejenigen interessant, die Fire Emblem Path of Radiance spielen wollen. Und deswegen keine weiteren Infos mehr hierzu. Okay, der gute Captain ist mal wieder... für uns angesagt. Und da steigen wir erstmal in seinen Bus rein, der uns bestimmt dahin führt, wo ich es vermute. Nämlich genau hier hinten hin, ganz nach rechts. Wo natürlich noch ein Charakter für uns noch wartet. Weil den hatten wir schon so ziemlich fast ganz zu Anfang waren wir hier schon. Sie erinnern sich bestimmt. Und da gibt es die gute Melinda. Ja, auch nicht schlecht. Ja, da gibt es natürlich auch nur wieder eine Wahl, wen ich da natürlich nehmen kann. Wenn wir schon wieder Animal Crossing haben, dann gibt es natürlich auch nur eine Wahl für mich. Aber cool, dass wir jetzt auch Melinda kriegen hier. Es ist eine coole Sache. Aber dass man erst mal mit Captain zu ihr hinfahren muss. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Kollegen hier und ja, passt. Muss dann natürlich gucken, der, solange ich keinen Schaden habe, habe ich den Vorteil, aber gut. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Aber ich denke, das sollte mit gegen Melinda jetzt nicht so die größte Aufgabe sein. Ja, so, jetzt habe ich doch den Schaden eingesteckt. Wollte schon gerade sagen. Ich finde das so doof. Im Smash 4 hätte das noch gezählt. Dass ich die, wenn der an der Edge dran ist, mit der Kugel getroffen hätte. Aber hier zählt das leider nicht mehr. Na egal, gleich sollte mit Linda erledigt sein. K.
kann auch meine Geroden nutzen. Na super. Ich meine, der doch ihr blödes Rathaus zu bauen. Aber ja, also komm. Wenn ich da sterbe, also tut mir leid. Wenn ich bei so niedrigen Prozentzahlen sterbe. Aber ich muss auch gestehen, hier, die haben die KI auch, was das angeht, deutlich verbessert. Weil ich weiß noch, in früheren Zeiten, da sind die KIs auf diese Sensorikbomben draufgesprungen. Als wäre es kein, hätten sie keinen Morgen mehr. So. Du sollst auf diese Sensorikbombe gehen, nach dem sowieso schon weg. Meine Güte, 235%. Wie viel hat Melinda ausgehalten? Naja, egal, wir haben sie jetzt und das reicht mir. Meine Güte, hat aber echt ein bisschen was ausgehalten hier. Ich muss ja gestehen, ich habe ja schon ein, zwei Mal tatsächlich mit Melinda gespielt. Ich habe es ja schon mal für den Smash-Modus freigeschaltet. Achso, und dann können wir jetzt auch hier die Abkürzung sozusagen frei haben wir. Das finde ich auch cool. Ja, nur was mir da aufgefallen ist, irgendwie, ich kann, obwohl sie sich ziemlich ähnlich spielt, jetzt nicht 100% genau wie der Villager, aber doch ähnlich, würde ich es mal bezeichnen, komme ich mit der irgendwie überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht warum und wieso und weshalb, aber egal. Muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr mit ihr spielen, vielleicht. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Aber gut. So, ein Froster. Ja, also die holen wir uns doch auf jeden Fall. Oh, Olli. Ja, dann ist erstmal Olli dran. Dann ist erstmal der gute Olli dran. Und da bleiben wir natürlich. Oder wir nehmen. Ne, wir nehmen Melinda. Obwohl ich, wie gesagt, nicht mit ihr spielen kann. Aber naja, ich versuch's noch einmal. Normalerweise würde ich halt, wie gesagt, jetzt eher den Villager nehmen, aber wir versuchen's mal mit Melinda. Also ist fast eigentlich, bis auf Ashnard, den wir hier hatten, so ziemlich ein Animal Crossing Fight, würde ich sagen. Würde ich echt sagen. Also es ist ein ziemlicher Animal Crossing Fight bis hierhin. Na, mal gucken. Tada! Pure Smash-Duell, okay. Also ohne irgendwelche Spielereien, Sprenzkes. Finde ich gut. Oh, ein Toon Link in seinem Outfit, in seinem Zug-Outfit ist hier. Unterstütze mich, Toon Link. Würde ich auch irgendwann übrigens freischalten. Ich hoffe, du kommst auch bald mal in die Reihe hinzu. Warte mal, ich muss bestimmt nur den Sheik besiegen. Wo bin ich eigentlich? Ach, da bin ich. Ich sehe mich schon gar nicht mehr. Gott. Tschüss, Sheik. Leider reicht das noch nicht aus. Ich muss noch diese zwei nervigen Villager besiegen. Ja, ich weiß. Ich nutze ihn jedes Mal. Oh. Kann doch nicht sein hier, ey. Och Mann, ey. Lass mich doch mal wieder auf die Stage. Boah, jetzt schalten die sich schon selbst aus. Das finde ich echt nett von euch. Als ob der mich getroffen hat. Danke. Oh Gott. Ich komm nicht mehr zum Angriff hier. Ich habe B gedrückt. Hallo. Ich habe B gedrückt. Betrug, ich habe B gedrückt. Okay, ich hör auf, aber das ist lächerlich. Tut mir leid. Ich habe B gedrückt. Warum hat er den Ultra Smash nicht gemacht? Ich habe B gedrückt. Ich habe auf den Knopf gehämmert, gefühlt. Ich denke mal, das hat man auch gehört. Lächerlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Mehr kann ich dazu nichts sagen. Ich frage mich eigentlich jetzt, naja, ich wollte gerade sagen, warum kämpfen wir eigentlich hier? Das macht irgendwie für mich keinen Sinn hier, aber doch, es macht Sinn, weil, weil mit Olli fährt man auch meistens in dem Zug. Oh, nur ich hasse diese Kämpfe, so wo man gegen gefühlt eine Brigade kämpfen muss, ist irgendwie total unfair eigentlich. Hier auch dieser Zug hier. Als ob du jetzt doch schon wieder dein Ultra Smash hast. Oh. Okay, wir nehmen den anderen. Ich kann wirklich nicht mit Melinda umgehen, habe ich bemerkt. Ich kann mit Melinda nicht umgehen. Ich weiß nicht warum und wieso. Ich kann mit ihr nicht umgehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Egal, wir machen das jetzt mit Link. Mit dem sollte das um einiges besser gehen. Meine Güte, ich habe jetzt nämlich keinen Bock mehr. Hier regt mich schon wieder auf, der Kampf hier. Geht mir schon wieder richtig auf die Nerven. Auf die richtigen Nerven hier. Ach, und weil ich jetzt Link habe, ist jetzt der Typ hier, okay. Oh Gott, ey. Was war das denn jetzt? Warum lebt er noch? Tschüss. Tschüss. Boah, ich sehe nichts mehr. Oh, hau ab, Schick. Geh mir nicht auf die Eier. Tschüss. Da kannst du auch deinen Schutzschild nicht machen dann. Gott, ey. Boah, war das wieder richtig nervig hier. War richtig nervig. Richtig nervig, ey. Boah, ey. Eieiei, durchatmen. Harry und Wolf. AKA Duckhunt-Duo. Okay. Okay, aber es ist wirklich Animal Crossing hier wie, wirklich, also man kann ihn wirklich Animal Crossing Part nennen. Aber wirklich hier, also da kann ich ja, kann man eigentlich alle Charaktere hier auch so. Kann man wirklich hier alle Charaktere auf Thumbnail packen. Aber ich glaube, der Kampf dürfte wieder einfach werden, hier, wenn ich das sehe. Die coole Musik hier. Na komm, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Doch so, hat das doch gecheckt. Und tschüss. Eieieiei, die Kämpfe hier, die sind schon wieder richtig, teilweise richtig eklig. Aber gut. So, hat mir das auch erledigt. Dann werden wir uns noch um den Foster kümmern. Und dann sind wir, glaube ich, erstmal hier auch durch. Aber gucken wir erstmal, was Harry und Wolf für uns haben wollen. Eisenwall. Abwehr und Angriff weniger, okay.
Ja, Shadow hört sich gut an. Den guten Shadow. Pico. Ah, schöne Musik. Galeom. Okay. Und, Goomba. Was für eine Kombi hier. Aber mir fällt gerade noch eine Sache ein. Und das ist natürlich, dass wir auch wieder die ganzen Trainingsfreunde hier durch haben. Sehr schön. Wir können direkt die nächsten wieder rein. Das wären Min Min. Xerneas. Auch Leon würde ich ganz gerne auch mal trainieren. Und ja, nehmen wir noch King Bulblin. Ja, den nehmen wir auch noch. Gut. Gut, kommen wir echt gut voran hier. So, dann haben die noch ihren Ausflug beendet. Immer praktisch, wenn man eine neue Aufnahmesession startet. Okay, zwar wenige Level bekommen, aber unfassbar viele GP. Naja, gut. Aber ich mache jetzt mal keine neue Reise, weil wir haben gleich schon den Part Ende. Ich würde noch sagen, wir machen jetzt noch einmal schnell den Kampf hier. Stimmt, ich kann da oben ja auch noch gar nicht hingehen. Weil, aus dem einfachen Grunde kann ich da noch nicht hoch. Weil, ja, da ja noch die rote Barriere ist. Und die kann ich ja noch nicht so einfach kaputt hauen. Der Gegner startet mit einem Froster. Okay. Ach, das war's mit dem Froster. Tschüss. Das war mal wieder ein sehr einfacher Kampf. Also, ja gut. Ja gut. Okay, ja. Wie gesagt, nehme ich so gerne an. Ich würde nur mal kurz wissen, ach so, ich kann auch da oben hoch. Okay, wir haben ein neues Gebiet sogar noch. Okay, die Schneeberge anscheinend. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da dann die... Vielleicht einen gewissen Charakter bekommen. Ach, da wird mich, glaube ich, die Röhre hinführen, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben noch viel mehr Gebiete offen. Akami Hayami, okay. Warum immer das ist. Ich glaube, diese graue Röhre... Ja, genau, die bringt mich hier hin, genau. Ah, gut zu wissen. Chaotix. Okay. Interessant. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Ich habe keine Ahnung, wieso. Na gut, um den kümmern wir uns aber ein anderes Mal. Okay, interessant. Ne, wir machen das aber anders. Wobei, wo führt es hier hin? Ach so. Fels Mario. Okay, interessant. Boah, aber es gibt doch echt... ich hätte gedacht, wir sind schon ganz schön weit, aber... nein, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben noch ganz schön viel zu tun, wenn ich das so betrachte. Gut, aber ich ändere meinen Plan, womit wir weitermachen im nächsten Part, denn mir fällt nämlich noch ein, wir haben ja noch etwas offen. Und zwar diese Fabrik hier, die haben wir ja natürlich noch offen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dieser Fabrik oder was auch immer, diese Splatoon-Fabrik. Würde ich sagen, wir werden uns erstmal im nächsten Mal um diese Splatoon-Fabrik kümmern. Warum Splatoon-Fabrik? Na, ganz einfach, weil wir hier Elektrowelte sammeln müssen. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche noch einen schönen Tag bis zum nächsten Part von... ja... Super Smash Bros. Ultimate in der Splatoon Edition. Na, mehr oder weniger. Wobei, heute war es die Animal Crossing Edition, muss man sagen. Im nächsten Part dann wohl die Splatoon Edition. Vor allem mit der coolen Musik der Squid Sisters. Na gut, bis dann und tschüss, euer Jake.